meine Lieben, heute kriege ich mich mal nicht zu Gesicht, denn heute gibt es den ersten Teil meiner Bücherregaltour und ich würde sagen, bevor das Video zu lang wird, legen wir auch gleich los. Das ist das oberste Regal und wie ihr seht, fängt es hier mit den weißen Büchern an und geht langsam in das creme-beigefarbene rüber. Ich habe hier als allererstes einmal meine süßen Funkos. Das sind ja Miss Potts und Tassilo. So, die ersten beiden Bücher, die ich hier stehen habe, sind einmal, die stehen übrigens in falscher Reihenfolge, sehe ich gerade. Der erste Teil von Samantha Young, Into the Deep, Herzgeflüster. Und der zweite Teil, Out of the Shallows, Herzsplitter. Die beiden habe ich ja auch schon gelesen und fand sie ganz durchschnittlich. Man kann sie lesen, muss man aber nicht unbedingt. Dann habe ich hier als nächstes eine Trilogie stehen, und zwar die von Ellie Condy. Erste Teil die Auswahl, zweite Teil die Flucht und der dritte Teil die Ankunft. Das ist ja eine der wenigen Trilogien, die ich überhaupt nicht gut fand. Also die fand ich wirklich ziemlich schlecht. Also gerade der zweite Teil, der hat nur 2 Sterne von mir gekriegt und das kann ich eigentlich überhaupt nicht empfehlen. Aber jeder muss sich seine eigene Meinung machen. So, dann habe ich hier ein ziemlich neues Buch und zwar von Emma Hart. Love Games, das Spiel geht weiter. Das ist der zweite Teil von der Love Games Reihe. Ziemlich neu, das Buch habe ich bei den Mängelexemplaren gefunden, habe ich also noch nicht gelesen. Dann, das sieht man ja auch schon so, von Emma Donoghue, Raum. Dieses Buch fand ich ja richtig gut. Das, was da drin passiert ist, habe ich überhaupt nicht erwartet und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich war ziemlich motivationslos, dieses Buch zu lesen, aber ich freue mich dennoch, dass ich es endlich gelesen habe. Und ja. Dann habe ich hier ein Buch, was ich auch schon gelesen habe, von Jenny Downham, Bevor ich sterbe. Da geht es ja auch um ein Mädchen, welches Krebs hat und halt sterben wird. Das sagt der Titel eigentlich schon. Und dieses Mädchen entschließt sich aber einfach mal zu sagen, nö, ich genieße jetzt die letzten Tage und mache alles, was ich noch machen möchte. Und da geht es echt drunter und drüber. Sie macht auch zum Teil Sachen, die eigentlich verboten sind und so weiter. Und das kann ich auch empfehlen. Dann habe ich hier ein Schulbuch. Also ich habe eigentlich keine meiner Schulbücher aufgehoben, bis auf dieses hier. Und zwar von Aldous Huxley, Schöne neue Welt. Das ist die erste Dystopie, die ich überhaupt in meinem ganzen Leben gelesen habe. Damals wusste ich noch nicht mal, dass es dieses Genre überhaupt gibt. Also dass das wirklich ein eigenes Genre ist. Und ich fand dieses Buch richtig gut, deswegen habe ich es auch behalten. Und ich bin durch dieses Buch im Endeffekt wirklich zum Genre Dystopie, da bin ich dann halt gelandet. Und es ist sehr dünn, das lässt sich also ziemlich schnell lesen und es hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Eins der wenigen Schulbücher, die mir gefallen haben. Ja, weiter geht's mit einem Klassiker von J.R.R. Tolkien, Der kleine Hobbit. Dieses Buch ist ja eigentlich auch schon uralt. Und davon gibt es ja auch Millionen Ausgaben. Ich bin so froh, dass ich eigentlich eine relativ hübsche Ausgabe für 99 Cent damals bei Rebuy gekriegt habe. Und auch dieses Buch hat mir sehr gefallen. Ich muss aber sagen, das ist aber wahrscheinlich bei vielen anderen Büchern genauso, dieses Buch ist ja eigentlich ein Kinderbuch. Und wenn man sich die Filme anguckt, das hat überhaupt nichts, also wirklich rein gar nichts mit diesem Buch zu tun. Und deswegen, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr schön gemacht. Ja, dann habe ich hier ein Buch, welches ich noch nicht gelesen habe. Und zwar ist es von Christine Hamel, Solange am Himmel Sterne stehen. Da geht es ja um das Grundthema Alzheimer. Und meine Mutter hat dieses Buch gelesen und hat es mir jetzt gegeben, damit ich es auch lese. Und es soll was heißen, wenn sie mir ein Buch empfiehlt. Das muss also wirklich richtig gut sein. Sie empfiehlt mir nicht oft Bücher. So. Dann habe ich hier eins von einer Autorin, die ich ziemlich lange überhaupt nicht kannte, von der ich auch sehr, sehr wenig bis jetzt gehört habe. Und zwar von Marie Ort Mureil. Das ist eine Franzosin irgendwie. So oder so ist das Leben. Die Bücher von Marie Ort Mureil sind ziemlich durchschnittlich, aber mit sehr tiefgründigen alltäglichen Themen, weswegen mich diese Bücher jedes Mal aufs Neue faszinieren und ich deswegen auch die Bücher alle ziemlich toll finde eigentlich. Kann ich also auch empfehlen. So, dann nehmen wir mal das letzte Buch, bevor wir weiterschieben. Und zwar von Catherine Ho, Die Frauen von der Bacon Street.
Das habe ich ja auch bei dem Engel-Exemplar gefunden und ich habe mir das damals mal auf die Liste geschrieben, nachdem ich nach historischen Romanen gesucht habe, die in der Zeit der Titanic spielen und halt irgendwie unmittelbar auch damit zu tun haben. Und da ist mir das halt auch untergekommen und ich habe mich ziemlich gefreut, wo ich das dann bei dem Engel-Exemplar gefunden habe. Habe ich jetzt allerdings aber auch noch nicht gelesen. So, ich schiebe einfach mal die Kamera jetzt ein bisschen weiter. Nur noch drei Bücher, vorne in der Reihe zumindest. Ich habe hier auch noch einen süßen kleinen Funko. Ich vergesse jedes Mal, wie der heißt. Von der Ruh, Herr von der Ruh. Ja, ich habe, das waren die ersten Funkos, die ich mir geholt habe, die von Schön und das Biest. Und deswegen habe ich die alle auch schon. Und der steht hier natürlich auch. So, dann habe ich hier von Titus Müller Tanz unter Sternen. Das hat ja auch mit der Titanic unmittelbar zu tun. Und das habe ich mir bei Rebuy, glaube ich, für 80 Cent oder so gekauft. Ich habe sehr viele historische Romane bei Rebuy gefunden für so wenig Geld. Und deswegen habe ich gleich zugeschlagen natürlich. Und auch auf das freue ich mich sehr, weil das wird sehr hoch gelobt in dieser Schiene eben. Und ja. Dann habe ich hier Schande über mein Haupt, Markus Zusack, die Bücher, die immer noch ungelesen stehen. Ich habe überhaupt keine Motivation, dieses Buch zu lesen, auch wenn es eigentlich genau mein Ding sein sollte. Aber irgendwie habe ich es immer noch nicht geschafft und auch überhaupt keine Motivation. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, ob ich es lesen soll oder nicht. Und als letztes hier vorne stehen habe ich von Juliet Ashton Ein letzter Brief von dir. Das war ja ein sehr mittelmäßiges Buch, das habe ich Anfang des Jahres gelesen. Es war zwar ein sehr schönes Thema und es, ab der Hälfte dann wurde es auch immer spannender, dass ich es dann auch nicht mehr weglegen konnte. Hat dennoch trotzdem nur 3 Sterne von mir gekriegt. Kann man also lesen, muss man nicht. So, jetzt sieht man ja hier oben alles. Ich brauche die Kamera also nicht nochmal verschieben. Ich fange jetzt hier mit dem hinteren Teil an. Ich habe ja hier meine Erhöhungsbretter. Die hat mein Schatz hier für mich gebaut. Und ich bin so froh, dass ich sie habe, weil dadurch kann ich 2 Reihen stellen und man sieht trotzdem alle Bücher. Ich fange hier hinten einfach mal an. Und zwar ist hier ein sehr tolles Buch. Märchen der Gebrüder Grimm. Das ist ein Kinderbuch von mir natürlich. Das hat meine Mutter mir rauf und runter vorgelesen. Immer mal ein Märchen zum Schlafen gehen. Und ich war ein totaler Märchenfanatiker als Kind. Bin ich auch heute noch, aber damals musste ich jeden Tag ein Märchen haben. Dann habe ich hier hinten von Jasmine Wager Mein Herz und andere schwarze Löcher. Das ist ja auch ein sehr berührendes Thema. Hier geht es ja um Teenager, die Selbstmord begehen wollen und sich halt im Forum Partner suchen, Selbstmordpartner suchen, damit sie das gemeinsam machen können, weil sie sich alleine vielleicht nicht trauen. Und ja, es war ein sehr bewegendes Thema und es hat mich ziemlich berührt und kann ich also auch empfehlen. Dann habe ich hier wieder ein sehr bewegendes Thema. Mir ist schon aufgefallen, dass die mit den schwierigen Themen, die Bücher, immer ziemlich hell gestaltet sind. Deswegen sind die natürlich jetzt auch alle oben in meinem Bücherregal. Von Nicola Jun, Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt. Das ist, glaube ich, mit das, der längste Titel, den ich habe. Und dieses Buch habe ich an einem Abend durchgelesen und das war sehr schön. Ich kann euch ja mal zeigen. Ist nämlich auch sehr, sehr schön aufgebaut. Jetzt finde ich hier natürlich nichts. Aber da sind zwischenzeitlich halt auch immer so Zeichnungen drin und halt wirklich das, wie sie in ihrem Zimmer da sitzt und ihr Leben lebt, weil sie hat halt eine Autoimmunkrankheit und kann halt nicht aus dem Haus raus und sie muss halt ihr Leben in ihrem Zimmer verbringen. Und ja, am Ende dieser Geschichte kommt ein Plot-Twist, der mich sehr überrascht hat und ein Thema aufgreift, was sehr, sehr untergeht und sehr ignoriert wird. Und das finde ich so toll an diesem Buch auch. Dann habe ich hier auch bei Rebuy ergattert mir von Brings und Kömmerling Neumond. Das habe ich auch ziemlich günstig, ich glaube für 86 Cent oder so ergattert. Und auch dieses hört sich super interessant an. Da geht es ja um Freunde, ich weiß gar nicht wie viel. Steht es hier natürlich nicht drin. 3 Freunde geht es da und die treffen sich immer an Neumond und irgendwann ist es halt so, dass einer nicht mehr kommt, beziehungsweise ich glaube, der kommt noch, aber ich weiß es halt nicht genau. Auf jeden Fall wird das Leben der 3 Jungs ziemlich auf den Kopf gestellt, denn einer von ihnen kriegt Krebs oder hat Krebs und auch dieses Buch hört sich mega spannend an, habe ich noch nicht gelesen.
Dann ein Buch, was ich auch innerhalb von einem Tag gelesen habe, von Patricia Spichalski, Heute sind wir Freunde. Das fand ich auch richtig cool, weil das auch mal ein Thema ist, was man nicht so häufig sieht. Hier geht es ja um Freunde oder vermeintliche Freunde, um Fremde, nicht wirklich, aber um Schülerinnen, die in der Schule eine Nacht verbringen müssen, weil sie da eingesperrt werden aufgrund eines Sturms. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Personen und die haben miteinander eigentlich nie was zu tun. Aber am Ende gehen sie da raus und sind alle Freunde, weil sie so viel erlebt haben. Und ich fand an diesem Buch echt besonders, dass Patricia auf 300 Seiten circa einen so kurzen Zeitraum gebracht hat, ohne dass es langweilig wurde, weil hier ist wirklich nur diese eine Nacht vertreten. Und ich fand es mal echt gut, weil es wirklich was anderes auch ist. Dann habe ich ein Buch von Larissa Wolf, Long in Love, Josh and Annie. Dieses Buch hat mich ja komplett vom Hocker gehauen. Ich habe dazu, glaube ich, auch mal eine Rezi abgedreht, ich weiß das nicht. Also schaut gerne mal bei meinen Rezensionen vorbei oder auch auf meinem Blog, da ist die Rezension auch online. Das ist auch wieder ein Buch mit einem völlig anderen Thema wieder, was man so halt nicht so unbedingt kennt. Und auch dieses Buch hat mich fasziniert und gezeigt, was Liebe wirklich ausmachen kann. Dann ein Buch, welches ich noch nicht gelesen habe, aber schon gehört habe, dass das richtig, richtig gut sein soll. Von Anne Freitag, Mein bester letzter Sommer. Ich habe überhaupt keine Ahnung gerade, worum es geht. Ich weiß nur, dass es halt auch irgendwie eine Person ist, die krank ist und dementsprechend ihren letzten Sommer hat und den natürlich so schön wie möglich verbringen möchte. Mehr weiß ich aber allerdings auch nicht. Ich habe nur gehört, dass das echt gut sein soll und das werde ich auch ziemlich bald lesen. Dann ein Buch, wo ich mich jetzt sehr auf den Kinofilm freue, und zwar von Jojo Moyes, Ein ganzes halbes Jahr. Dieses Buch hat mich auch ziemlich überrascht und das war, glaube ich, neben John Green, Der Schicksal ist ein mieser Verräter, eins der ersten Bücher mit Bad Ending, welches ich gelesen habe. Und das fand ich auch echt grandios. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Dann ein Buch, welches ich auch ganz günstig für 3 Euro ergattert habe, von Audrey Niffenegger, Die Frau des Zeitreisenden. Ich glaube, das ist ein Buch, welches ich lesen werde, wenn ich sehr, sehr konzentriert bin, weil man, glaube ich, ziemlich schnell durcheinander kommt. Ich habe das nämlich schon an den Kapiteln gesehen, dass das halt, glaube ich, sehr, sehr verwirrend ist. Und das werde ich wirklich an einem ruhigen Tag lesen, wenn ich konzentriert bin und Ruhe habe. So, dann habe ich hier ein ganz besonderes Buch, das habe ich gesehen und ich habe das noch nie vorher irgendwo gesehen, und zwar von Kerstin Gier, Für jede Lösung ein Problem. Dieses Buch hört sich auch super witzig an, da geht es um eine Person, die wollte eigentlich Selbstmord begehen und hat halt jeder ihrer Bekannten oder Familienmitgliedern einen Brief geschrieben und hat halt die nackte Wahrheit erzählt und leider hat das dann, oder was heißt leider, aber es hat mit dem Selbstmord nicht geklappt, so wie sie das wollte. Und muss sich dann auf einmal mit den ganzen Problemen auseinandersetzen. Und ich fand das Buch so cool, weil das halt eine Sonderausgabe ist. Hier sind immer diese Briefe richtig drin, die halt an die Personen geschickt wurden. Und das ist richtig süß aufgemacht, auch mit den ganzen Zeichen und dann dazwischen. Und ja, finde ich richtig cool gemacht. So, dann ein Buch, welches ich auch noch nicht gelesen habe. Das habe ich mir dann auch bei Rebuy gekauft, nachdem ich auf meinem Blog einen Post hochgeladen habe, wo ich Bücher empfohlen habe, die zu Das Schicksal ist ein mieser Verräter passen. Und ich habe ja immer 3 Bücher, die ich persönlich empfehle und 3 Bücher, die die Internet-Community empfiehlt. Und dieses Buch, da bin ich halt drüber gestolpert und es hat sich so super spannend angehört, dass ich das auf jeden Fall haben musste. Und auch dieses Buch werde ich ziemlich bald lesen. Das letzte Buch im Regal. Davon habe ich auch so gut wie noch nie etwas gehört. Ich habe es zufällig mal irgendwann entdeckt und habe es mitgenommen. My Book of Life by Angel. Das ist ja eine wahre Geschichte auch und das hat mich noch viel, viel mehr berührt. Da geht es ja um die Drogen- und Prostituierten-Szene. Ich weiß gar nicht, wo das war damals. Aber diese Szene gibt es oder gab es wirklich mal. In Vancouver. Eastside von Downtown Vancouver. Und dieses Buch hat mich auch sehr berührt. Es ist so eine Art Tagebuch. Und es ist halt
Der Schreibstil war sehr verwirrend am Anfang. Man musste sich ein bisschen reinfuchsen. Ich habe diesem Buch zwar leider auch nicht so viele Sterne gegeben, aber nichtsdestotrotz hat es mich irgendwie berührt und zum Nachdenken angeregt. Also schaut euch das gerne auch mal an. So, wie ihr seht, ist mein erstes Regalbrett jetzt leer und ich beende jetzt den ersten Teil dieser Bücherregaltour und irgendwann die nächste Zeit. Ich weiß noch nicht genau, nächste Woche vielleicht gibt es dann auch schon den zweiten Teil.